gewindelt an der PFH. Die PFH ist ein Campus, der auf praxisorientiertes Studium Wert legt. Wie stehen Sie zu so einem Konzept? Also praxisorientiert ist natürlich per se immer gut, keine Frage. Ich habe sozusagen als Master, ich kann mal so sagen, an der Seite, beziehungsweise ich war noch Diplomökonom, viel Theorie auch gelernt und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Angelegenheit. Ich glaube, das ist nur ein Teil an der Seite. Aber wir sehen heute, dass die Theorie eben durch die Realität gestresst ist und insofern sind Praxisanwendungen sehr gut an der Seite. Also wenn ich heute jemanden habe, der mit der Theorie mit dem Textbook Economics kommt, der kann mit den Krisenmomenten, die wir heute haben, wenig anfangen. Sich da mit den konkreten Problemen am Finanzmarkt im Absatz von Finanzprodukten zu beschäftigen, ist auf jeden Fall von Vorteil. Also oftmals erleben wir, wenn Leute eine Ausbildung haben und ein Studium machen, dass die natürlich einen ganz anderen Zugang zu dem Thema haben, als wenn ich dann nur Theoretiker habe. Aber ein theoretisches Fundament möchte ich nie missen. Gerade in diesen Zeiten wie heute sind viele alte Dinge, die ich lange nicht mehr, sag mal, gelesen habe, wieder wichtig, die mal gelesen zu haben. Also es bleibt eine Angelegenheit, was will man hinterher tun? Will man hinterher mal Raketentechnik machen oder will man hinterher zu sagen, irgendwo Sales-Mitarbeiter von irgendeinem Unternehmen werden, einer Bank? Dann braucht man weniger Theorie und mehr Praxis, also ich rede mit Kunden und nicht so sehr die Tiefen von Geldtheorie. Ja, jetzt kommen wir zu Ihnen. Ja. Sie sind Chefvolkswirt bei der NordLB. Wie kann man sich so einen typischen Arbeitsalltag von Ihnen vorstellen? Was sind so spezifische Aufgaben? Ja, also die Chefvolkswirtfunktion ist eine mehrdimensionale. Auf einer Seite muss man Generalist sein in Themen, die die Bank und die Kunden der Bank interessieren. Das ist zum Gutteil eben, wenn man die normalen wirtschaftlichen Entwicklungen zu erklären, wo gehen die Zinsen, wo gehen die Wechselkurse hin. Das sind aber auch technologische Fragen, also was ist mit Blockchain, was gibt es da Veränderungen eigentlich in dem Sektor, welche Zukunft hat der Maschinenbau, wie ist die Wettbewerbsposition des deutschen Maschinenbaus gegen den USA, wie gehe ich mit Trump um, was mache ich mit italienischen Wahlen. Das sind im Grunde, es gibt da kein Ende. Also wir sind für alle Fragen zuständig, die der Kunde stellt. Konkret heißt das eben, dass man sich relativ schnell in verschiedenste Aspekte eindenken muss. Ich mache pro Jahr so zwischen 50 und 90 Vorträgen in verschiedensten Aspekten hier in der PFH, dann bei Kunden, dann in Verbänden, dann in der Politik, wo man eben die verschiedenen Aspekte der dort vorherrschenden Fragen beantworten muss. Und das ist auch wieder so eine Kunst, man muss sich so ausdrücken, dass man verständlich wird. Und dafür ist sozusagen Praxis wichtig. Weil ich jetzt 20 Jahre Erfahrung habe, in der Sache, kann ich viele Bilder nutzen, viele Erfahrungen nutzen, um Dinge, die ich nach dem Studium nicht so ausdrücken hätte können, wie ich das heute kann, die der Privatkunde nicht versteht. Und nichts ist so schlimm, wie einen Vortrag zu machen, wenn das Publikum mal nicht versteht. Ja, jetzt kommen wir mal zur aktuellen politischen Situation. Es wird von der EZB eine Niedrigzinspolitik gestaltet. Wie stehen Sie dazu? Die Niedrigzinspolitik aus meiner Sicht ist ein Segen für Europa, weil die Fiskalpolitik in Europa nicht funktioniert, weil wir national verfasste Fiskalstrukturen haben. Es fehlen europäische Fiskalstrukturen, die muss die EZB ausgleichen. Das führt dazu, dass in Deutschland extrem, anders als in Spanien oder in Italien, die Zinsen sehr niedrig sind. Das ist natürlich schlecht für die Sparer, die dann eben wenig Zins für ihre Ersparnisse kriegen. Die Deutschen weichen auch nicht aus auf Risikoinvestment wie Aktien, sondern sie bleiben sehr verharrt sozusagen in ihren Sparformen, Sparbuch und ähnliches oder kaufen Immobilien. Das sieht man ja auch an den Immobilienpreisen, zumindest in den großen städtischen Räumen. Das ist ein Problem. Für die Banken bleibt das Problem, dass wir mit einer Niedrigzinspolitik sehr unterschiedlich umgehen müssen. Sparkassen und Volksbanken haben da sehr große Probleme mit, weil die eben die großen Ersparnisbildungen haben an der Seite und die können nicht unterhalb der Nullzinsen anbieten. Der Marktzins ist heute minus 0,4 im Geldmarktbereich. Der Zins bei Sparkassen ist null. Also sprich, der Sparkassensektor, der Volksbankensektor subventioniert den Privatkunden zurzeit mal 0,4%. Das belastet die Sparkassen und Volksbanken ganz erheblich. Das ist bei der NordLB ein bisschen anders, weil wir nicht so viel Sparkapital von Privatkunden haben, wenn wir uns am Kapitalmarkt finanzieren. Aber es belastet eben auch an der Seite. Es stabilisiert das Wachstum, es generiert dann mehr Kreditnachfrage. Das tut uns natürlich ganz gut an der Seite. Auf Dauer ist die Frage, ob Fehlallokationen entstehen, ob Investments getätigt werden in Bereiche, die bei Normalzinsen, was immer das ist, nicht getätigt werden. Insofern muss man irgendwann aus dieser Niedrigzinsphase wieder raus. Je länger sie dauert, desto gefährlicher wird sie. Wir erwarten, dass Herr Draghi aber bis zweites Halbjahr 2019 noch die Niedrigzinsen so halten wird. Und er geht, glaube ich, im Oktober nächsten Jahres im Ruhestand und dann kommt ein neuer und der kann dann die Zinsen erhöhen. Vielen Dank für den Moment und alles Gute. Ja.